Guten Morgen! Die Woche beginnt mit einem fetten Bananeneis. Mindestens 10 Bananen sind da. Einem Smoothie. Jedoch sehr, sehr viel Reste und Grünkohl und Bananen. So, jetzt gibt's Oliven. Mir ist aufgefallen, in letzter Zeit, in den letzten Wochen, habe ich doch hin und wieder mal Oliven gegessen. Und auch mal so richtig als Monomahlzeit quasi. Und Oliven sind natürlich recht fettig. Liegt vielleicht daran, dass ich in den Wochen, Monaten vorher Fett ganz stark gemieden habe. Ihr wisst das ja alle, ich bin überhaupt kein Fett-Fan. Aber ja, mein Körper braucht das und da tue ich jetzt auch nicht irgendeinem Dogma hinterherhängen, sag, oh, ich will kein Fett nehmen oder sowas, sondern ich esse einfach die Oliven und gut ist, ne? Einen riesigen Bananeneis zum Abend. Und jetzt gibt's wieder einen großen Smoothie. So, kurz vorm letzten Bissen habe ich noch dran gedacht, dass ich einen Food Diary mache. Und so habe ich jetzt hier einen Krautsalat mir selber gemacht und hier gegessen, ganz normal Kraut. Öl, Essig, Zitrone, Salz, Pfeffer und vorher habe ich noch 6 Bananen, da habe ich allerdings erst jetzt dran gedacht, 6 Bananen. So, ihr seht hier eine kostenlose Mahlzeit vor euch und zwar sind das alles Zutaten aus dem Foodsharing, das Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Fenchel, alles was irgendwie im Foodsharing da war und ja, ist halt geil, kostenlose Mahlzeit, alles einfach ja, gebraten, angebraten, zusammengemehrt und ja, die gibt's jetzt. Ja, heute werde ich Wasser fasten und zwar nicht einfach, weil ich Bock habe, Wasser zu fasten, weil es sich richtig anfühlt, sondern weil mein Zahn ja, total Probleme macht und ihr wisst ja, die ihr das Video gesehen habt, wenn nicht, verlinke ich euch das oben und ich kann ja kaum Wasser trinken, ohne dass es schmerzt und von daher ja, esse ich heute einfach nichts, weil ich genau weiß, wenn ich was esse, dann schmerzt mein Zahn und das will ich heute nicht. Zum Morgen gibt's 2 Maiskolben. So, jetzt gibt es hier ein paar Oliven. Nur auf die Nachfrage, nein, das sind keine Rohkostqualität, das sind richtig normale Oliven aus dem Glas. Jetzt gibt es wieder einen Smoothie. Viele von euch wünschen immer, dass man den auch mal gemixt sieht, deswegen versuche ich immer einen gemixt zu machen. Doll sieht er nicht aus, aber ja, mega vollgepackt mit Vitaminen. Da sind 300 Gramm Grünkohl drin, da sind rote Beeteblätter, in denen viel mehr Vitamine drin sind als in der rote Beete selber aus dem Garten. Dann Kornäpfel aus dem Garten, Himbeeren, es ist einfach vollgepackt, ein Brokkolistrunk als Resteverwertung, vollgepackt mit grünen Energie. Und zum Abend noch ein Bananeneis. Jetzt gibt es einen Gemüseteller von geretteten Gemüse vom Foodsharing. Und zum Nachtisch gibt es jetzt noch eine Gallia-Melone. Und hier ist gerettetes Obst aus dem Foodsharing und ja, das gibt's jetzt, Obstteller. Also die letzten Tage habe ich relativ wenig gegessen wegen meinem Scheißzahn. Jetzt gibt's hier einen Smoothie, woran ich genau danach weiß, Zähne putzen und ja, wahrscheinlich ziemlich viel Schmerzen. Aber ich habe wieder Hunger und ja, die Tage sind ein bisschen, was Essen angeht, scheiße. Ich esse hin und wieder mal eine Banane, nehme auch nicht mal alles so oft jetzt die Woche. Ich hoffe, irgendwann ist der Zahn raus und dann alles klar. Auf jeden Fall jetzt Smoothie. So, jetzt zum Freitagabend nochmal so eine Nudelgemüsepfanne und ja, die Woche war ein bisschen für den Arsch, was gesunde Ernährung angeht. Ja, ich habe einfach das gegessen, wo ich dachte, es mir am wenigsten wehtut, irgendwie im Zahn. Naja, egal. Es gibt halt auch solche Wochen und ja, ist es, das Food Diary ist authentisch, das ist ehrlich. Und ja, jetzt gibt es eine Gemüse- und Nudelpfanne.